Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Jo, letztes Mal haben wir also diese Treetops-Welt durchgespielt. Ja, durchgespielt, genau. Heute also geht's zum Boss der Beast. Wie hießen die nochmal? Beastmasters, genau. Zum Boss der Beastmasters, nämlich Metalhead. Und dann geht's auch schon in die letzte, vorletzte Heimatwelt. Wären gar nicht so viele Parts, wie ich glaube. Wenn ich das alles so durchkriege, aber ich denke mal schon, dass ich das alles so durchkriegen müsste. Die Musik war hier recht entspannt immer. Also diese Bosswelt, wie viele Drachen gibt es hier ein, wie immer. So, hier gibt es auch wieder diese komischen Böcke, aber diesmal haben diese kleinen einen Metallanzug an. So, die müssen wir dann... umstoßen, genau. Genau. Die wollen wieder Bananen schmeißen auch. 500 Edelsteine gibt es hier wieder. Na, komm schon. Übrigens habe ich wieder ein paar Leben mehr, denn ja, wieder habe ich es vergessen. Wieder habe ich immer nicht gespeichert nach der Aufnahme und einfach den Emulator ausgemacht. Wie kann der uns von hier treffen? Ja, einfach den Emulator ausgemacht. Wenn ich dagegen laufe, dann dürfte er mich doch gar nicht treffen. Wie gesagt, wieder mal nicht den Emulator ausgemacht und dadurch durfte ich alles nochmal machen. So habe ich ja in der Treetops-Welt, im Treetops-Level, nicht so viele Leben verdattelt. Von daher. Ja, haben wir ein bisschen was gut gemacht. Aber wie es aussieht, mache ich zurzeit gerne alles zweimal. Eigentlich ja nicht, aber ja, ihr habt es gesehen. Ich wollte kurz gucken, jetzt hier ist, geht es hier draußen noch irgendwo. Wir werden mal so, als ob hier irgendwie was zusätzlich ist. Da ist, da ist nur so ein Eingang. Also ist hier richtig so eine Burg, Schloss, kann man sagen. Ja, ein Schloss mehr, das so auf dem Sumpf steht. Die Beastmasters allgemein eine ganz schöne Sumpfwelt. So, dann hier die Edelsteine holen. Da kommen wieder so ein. Meine kleinen Viecher angelaufen. Kümmern wir uns erstmal hier rum. Geht's hier nach links lang? Ja, es geht in beide Richtungen. Achso, da geht's gar nicht groß weiter. Verstehe. Oh, er will schon wieder mit Bananen schmeißen. So. Ach, dieses Geheul im Hintergrund ist auch wieder bei. Cool. So, wir gehen hier. In den Bosswelten ist eigentlich größtenteils immer große Edelsteinjagd angesagt. So. Ohne Schaden kommen wir sowieso nie durch. Jetzt kommt der an. Hört sich an, wenn die darauf knallen, ey. Gut, reicht auch wieder. Ja, heute bin ich gerade nicht sehr gesprächig. Kann auch sein, dass ich ein bisschen müde bin vom Berufsschultag. Obwohl es gar nicht viel war. Wir haben zwar sehr wenig Berufsschule. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Satiki. Dieser Roboter ist aufgeladen, um gegen dich zu kämpfen. Du kannst deine Stromversorgung unterbrechen, indem du die Magnetpole angreifst. Ja, alles klar. Das ist mal wirklich einer der schwierigeren Endbosse. Also die anderen Edelsteine, die kriegen wir alle später erst. Aber jetzt müssen wir erstmal gegen dich spielen. Genau, da seht ihr diese... Diese Magnetpole hieß es, ja? Richtig, Magnetpole hat er gesagt. Da müssen wir den Roboter damit besiegen. Sobald diese Magnetpole grün leuchten, können wir sie mit, via Rammen zerstören. Und wenn alle zerstört sind, dann können wir, glaube ich, den Roboter angreifen. Muss mal gucken, wie das genau war. Also bevor sie anfangen, hier diese Dinger rumzukriegen, können wir sie angreifen. Er greift uns auch gerade an, der Vogel. Jetzt hat er noch eine Magnetpole. Jetzt wirft er auch noch hier so eine Teile. Ach nee, wenn alle Magnetpole zerstört sind, dann läuft der Typ erstmal weiter. Okay, weiß ich auch Bescheid. Ich gucke jetzt immer zu rum, ob wir noch was vergessen haben. Haben wir nicht. So, wir können zwischenzeitlich mal dann hier hochgehen. Denn da liegt was, übersieht man gerne mal. Eigentlich läuft er ja eigentlich da weiter, aber klar. Man kommt auch hier hoch. Aber nicht unbedingt weiter. Also von daher geht's erstmal tiefer. Jetzt haben wir hier wieder eine freie Welt. Auch hier müssen wir die Teile wieder angreifen. Der wird schon mal nichts. Der hier wird was. So. Den können wir nicht mehr. Ja, siehst du, haben wir einen Schock gekriegt. Der hier in der Ecke, den übersieht man noch mal ganz gerne. Jetzt ist nur noch zwei da. Der fängt an zu leuchten.
Jetzt hat er das Ding geworfen und er fällt schon um. Das war schon? Ich dachte mal, da kamen drei Dinger. Drei Level sozusagen. Oh Mann, das war ja gar nichts. Der Typ war ja gar nichts. So, wir gehen aber hier weiter. Sieht man auch nicht gerade so schnell, aber hinter dem Wasserfall da hinten geht's weiter. Oder hinter dem Sumpffall. Sumpffall. Geht's weiter. Okay, da müssen wir uns noch einen Schlüssel für besorgen. Wo wir den jetzt herkriegen, weiß ich jetzt nicht genau. Also auch wenn der Endboss hier gerade besiegt ist, ein bisschen weiter geht's hier noch. Wir müssen natürlich hier an der Seite hoch. Hier ist schon das Ende des Levels. Natürlich brauchen wir noch ein paar Edelsteine. Einen Drachen gab's ja hier bloß. Müssen wir hier an der Seite hoch. So, hier sind die Edelsteine, aber ordentlich welche. Dann brauchen wir die Kiste noch. Ah, ja. Mein Schlüssel ist ja auch nicht. Ach, nein. So, okay, da oben war kein Schlüssel. Ich schaue mich mal kurz um. Hier glaube ich nicht. Denn muss es wirklich draußen noch einen Punkt geben, wo wir zu diesen Häuschen rüberkommen? Das habe ich jetzt gerade gar nicht bedacht. Also zurücklaufen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Die große Frage, wie kommen wir da oben hin? Boah, Alter, ich weiß es gar nicht mehr. Da ist ein Wirbelsturm. Oh. Na, ganz große Klasse. Geht das hier vielleicht noch weiter? Moment mal, ich glaube, da unten, genau, da unten geht's weiter. Ha! Hier geht's durch in so ein Rohr. Durch die Kanalisation durch, genau. Das ist ein schöner Geheimgang. Oh, da hinten ist noch was. Hab ich mal ganz übersehen. Eiskalt. Und da ist der Schlüssel. Ja, sieht an. Da ist der Schlüssel. So, muss es auf der Seite noch weitergehen. Denn da oben rauf müssen wir auch noch kommen. Den Schlüssel haben wir schon mal, aber weiter auch noch nicht. War hier denn noch irgendwo ein Geheimgang oder wie? Oder was? Da ist noch ein Leben in der Ecke. Und da ist ein Wirbelsturm. Ha! Genau, von hier kamen wir und hier müssen wir hoch. Genau. Ha. Gar nicht so schwer gewesen. Man muss sich nur noch mal ein bisschen auskennen. Ich habe mich doch ein bisschen daran erinnert, dass hier noch ein Geheimgang war. Jetzt müssen wir noch da hinten rüber. Da kriegen wir noch ein Leben. Alle Edelsteine haben wir. Ach nee, wir haben noch einen Schlüssel, genau. So, noch ein Leben, 14 Leben. Boah, das decken wir uns aber richtig ein hier mit Leben. Hätten wir nur im Vorfeld nicht so viel verloren, hätten wir schon ganz schön viel. Aber ganz ohne Leben verlieren kommt man nie durch Spyro. Meiner Meinung nach nicht. Irgendwann fehlt man doch ganz schön. Ich meine, es ist möglich, doch. Aber irgendwann, irgendwo fehlt man doch mal. So, laufen, 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 wieder. Ach nein, ich blöder Depp. Ach, das war doch gar nicht nötig. Da oben müssen wir doch hin. Spyro kann doch ganz schön schnell sein. Ich glaube, der ist hier sogar schneller als in den, ach, späteren Teilen. So, hoch. 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 Und da, Kiste. Und komm schon. Damit dürften wir alles haben. Gucken wir nach hier. Genau, hier geht's schneller zum Nachgucken. Kann man durch den Wasserfall durchfliegen? Nein, natürlich nicht. So, 500 von 500. Wir gehen durch den normalen Levelausgang und können uns jetzt auf in die nächste Welt machen. Und ich Depp hat natürlich wieder mal nicht die Stoppuhr gestellt. Das war natürlich wieder sehr schlau. Ich stelle sie jetzt mal. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Gut, 58 Drachen, es fehlen uns nur noch 22. Cray, der Ballonfahrer. Wow, das war echt schnell. Ich konnte gerade mal dieses Leck flicken. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Dreamweavers. Zu den Dreamweavers fliegen wir mal hin. Da gibt es einige blöde Welten, aber auch einige coole Welten. Vor allem das Boss-Level ist echt, na, nicht cool gemacht, sondern eher nervig. Okay, ganz ehrlich. Grüße Team bei Spyro 1, alle Level ein bisschen nervig. Aber auch eigentlich wieder cool gemacht, also dieses ganz klassische. So, herzlich willkommen, es ist wieder hell. Wir sind hier wirklich im Himmel. Bei den Dreamweavers. Da ist ein Schloss, da ist noch ein,
Na ja, doch, doch. So, also hier müssen wir aufpassen. Da hinten ist so ein Typ, der schießt die alle ab. Guck, da sehen wir es. Zack, da macht er die mit klein. Damit könnten wir sie auch umstoßen. Jetzt macht er die auch klein, jetzt können wir sie erst bekämpfen, nämlich umstoßen. Vorher sind sie zu groß zum Umstoßen und haben tragende Rüstung. Sodass wir sie nicht befeuern können. So, hier geht's rüber. Hier, die können wir dann auch bloß, wenn sie groß sind, so besiegen. Wie viele Edelsteine gibt's hier? 300, ganz klassisch, und drei Drachen. Wow. Komm, mach dich klein, jawohl. Also diese Heimatwelt fand ich cool. Das ist eine der coolsten Heimatwelten, finde ich. Und die Peacekeepers, ne? Die sind natürlich die am geilsten. Jetzt sag ich, die, glaube ich, macht er nicht klein. Die müssen wir selber klein machen. Ich glaube, mit unserer Leistung, mit unserem Fortschritt würden wir jetzt, glaube ich, sogar schon in die Welt von Narsinor kommen. Aber wir wollen ja alles der Reihe nach und hundertprozentig durchspielen. Ich würde sagen, wir könnten heute sogar noch das Fluglevel schaffen, wenn wir gut sind. So, hier haben wir einen Drachenpass übersehen. Da ist er. Latif. Willkommen bei den Dreamweavers, mein Junge. Wenn du in dieser Welt Narsis Lakaien jagst, musst du das Unerwartete erwarten. Und mit dem Unsichtbaren rechnen. Mit dem Unsichtbaren rechnen? Okay, was damit gemeint ist, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht finden wir noch was Unsichtbares nachher, aber bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Dann ist der nächste Ballonfahrer. So, dann in die Welt. Nein, das ist eine normale, ne? Lofty Castle. Ja, das ist die, die ich nicht so gern mochte. Ansonsten sind alle Level cool hier. So, die drei hintereinander. Dann geht's hier rein. So, mal gucken. Schau mal, das hier müsste das Boss-Level sein. Genau, Jacqui. Das ist das Boss-Level und da sind wir beim Ballonfahrer. Mal gucken, ob wir jetzt schon hin könnten zu Narsinog. Amos, der Ballonfahrer. Du hast so viele Schätze gefunden, gute Arbeit. Aber sieh dich vor, Spyro. Narsis Welt ist kein sehr netter Ort. Also wir könnten jetzt sogar schon, wie gesagt, zu Narsinog gehen. Aber das werden wir noch nicht machen. Wir werden das hier alles abschließen. So, dann sollten wir jetzt darüber fliegen, weil die anderen beiden, die müssen wir selber klein machen. So, die sind auch kein Problem. So, und hier gibt es ein paar Wirbelstürme. Wups. Wups. Und dann kommen wir auch natürlich gleich dahin. Also die kann das jetzt natürlich nichts tun. Auch wenn sie damit ihre Knarre da steht. So, die kriegt aber gleich 10. Da kriegen wir gleich 10 von ihr, okay. So. Dann drehen wir mal. Den da hinten müssen wir klein machen. So, und die beiden natürlich. Genau, dann machen wir das, diese kleine Passage gleich mal. Ne, da gehen wir nachher hin. Da gehen wir nachher hin. Um Gottes Willen. Also ab nach oben. Ja, ich weiß, ich hätte auch einfach gleich in die andere Richtung fliegen können, ne? Aber ihr wisst ja, die Logik des Hanse von 1990, die Kevin'sche Logik. Tsikomo! Hi Spyro, gute Arbeit! Die Arbeit ist erst getan, wenn Nasty noch gerüstet ist! Tja, Spyro ist sehr optimistisch. Der gute Spyro. Spyro. Ich finde die Typen cool. Gut, dann hier gibt es noch ein paar Kisten. Haunted Towers, das ist auch noch eine recht lustige Welt. Und hier sind alle Welten recht lustig. Ah ja, okay. Die Typen, die gibt es auch in der Bosswelt. Also die stellen wirklich die Zeit und dann muss man da, ja, so schnell wie möglich alle Hindernisse schaffen. Ansonsten wird's nix. Ansonsten besiegen kann man die Typen nicht. Hier haben wir jedenfalls den dritten Drachen in dieser Welt. Auch gut. Masi. Die Narren, die du in dieser Welt siehst, sind unschlagbar. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Klingt doch ganz gut.
Ja gut, er gab uns nun den Hinweis, dass diese Narren da unbesiegbar sind, aber man kann sie angreifen. Also man sollte sie angreifen, um etwas freischalten zu können. Wir müssen jetzt hier hin, dann kommen wir wieder zum Anfang des Levels. Damit wir das da hinten regeln können. Jasparo wackelt schön mit dem Arsch beim Fliegen. Wissen wir schon. Das tut er sehr gerne, der gute Spyro. Also, da gibt es noch eine Ecke, da gibt es noch die restlichen Edelsteine. Und dann können wir, glaube ich, das Fluglevel noch ruhig machen heute. Yeah. So, wo geht's weiter da? Halt, einen vergessen. Und da geht's wieder los mit diesen Typen. Also, da am besten beide und dann die beiden Dinge überwinden. Wieder ein Leben, sehr schön. Wir kassieren jetzt mal ein paar Leben ab. So. Ja, toll. Wo ist der andere? Der geht runter. Nein! Nicht voll Idiot. Ach, jetzt sind wir noch hier wieder. Oh Mann, ey, das war echt dämlich eben. Aber wir haben ja echt viel Zeit da, also hätte ich nicht gedacht. Also er fliegt wirklich genau zu dem Punkt hin, wo man anfängt. Das ist sehr interessant. Also dieses Level sehr rund. Sehr rennstreckenförmig, kann man da so sagen. Ja, ich mache diese Typen, diese Geräusche sehr gerne nach. Alles klar. Jetzt sollten wir es aber schaffen. Jawohl. So, Edelstein. Eieiei. Gut, nicht getroffen. Hier finden wir auch noch ein paar. Und das dürfte das Fluglevel sein. Das machen wir dann nämlich auch gleich. Deswegen wollte ich diesen Teil des Levels zum Schluss machen. Och nö, ne? Oh nein. Wo zum Donner sind die jetzt wieder? Oh Gott. So viel vergessen kann natürlich auch wieder nur ich, ne? Also, das ist natürlich wieder sehr logisch und praktisch, dass wir hier wieder einige Gegenstände vergessen haben. Dieses Level, was eigentlich selber schaubar ist. Ich verstehe gar nicht, wie man hier was liegen lassen kann. Da in der Ecke was. Hier in der Ecke vielleicht was vergessen. Eigentlich nicht. Puh. Merkwürdig. Da ist auch nichts. Gut, dann müssen wir da hinten wieder zurück. Ach, da, ich sehe schon glänzen. Alles klar. Den Teil des Levels haben wir natürlich uns nicht angesehen. Super, dann können wir uns diese komischen Viecher gleich nochmal vornehmen. Das ging gerade mal so gut. Wow, da sind sie beide, alles klar. Ach, nee. Alles klar, nochmal darüber. Nochmal müssen wir mit den kleinen Typen rumplagen. Ich glaube, ich bin da schon wieder bei 20. Ach komm, das Fluglevel hauen wir noch rein. Das ist, die Fluglevel sind so blöd. Die kann man ruhig mal so in einer Folge mit reinhauen. Gut, ich hätte auch alle Fluglevel sammeln können und dann später in einer eigenen Folge zusammenfassen können, aber nee, das war auch zu doof. Aber nur, wird jetzt eh nichts mehr. Das wird jetzt eh das letzte Fluglevel. Bei Nasty Knox gibt es noch ein Fluglevel, aber das ist Bonuslevel. Richtig dickes Bonuslevel. Vom Spiel. So, jetzt muss ich gucken, wo ist der Typ? Sehr schön. So. Rüberfliegen. Zack, geschafft. Warum ist der Stein hier so dunkelgrün? Kriegt er nicht genug Sonne ab, oder wie? Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Icy Flight, also eine Eisflugwelt. Ich glaube, die war nicht so schlimm. Ich glaub's aber auch nur. Ich glaub's aber auch nur. 8300 Edelsteine. So, sieht wohl sehr wahrscheinlich aus, dass wir zuerst die Lichter anmachen müssen. Wo wir genau drauf zufliegen. Hey.
Und ich glaube, wir haben wieder einen übersehen. War natürlich wieder so logisch. Ja, der steht ja auch nicht gerade sehr übersichtlich da. Ich glaube, jetzt müssten dann die Züge kommen, weil genau da hingeleitet werden. Vielleicht schaffen wir es noch, was ich aber bezweifle. So, ich muss mich sehr konzentrieren, damit wir es noch schaffen. Halt! Ach nö, ach leck mich doch. Ich zweifle, wie gesagt, dass wir es noch schaffen. Jetzt diese komischen Hubschrauber-Dinger, oder wie? Die gehen gleich 3 Sekunden. Wow. Ich weiß gar nicht, wo die Kisten her sind, die wir noch suchen müssen, also... Das wird hier schon mal gar nichts. Wo sind die jetzt überhaupt, der Rest? Da ist noch einer gewesen. Ja, okay, das... Okay, das... Nee, die Hubschrauber sind tatsächlich die letzten. Also erst... Aha! Erst die Kisten, dann die Fässer. Okay. Nein! Man das so macht, ist natürlich ganz klar, dass man es nicht schafft. Ich glaube, ein Wechsel ist auch nicht alles gut. Natürlich haben wir den einen wieder vergessen. Na, der steht auch so doof, dämlich um die Ecke. Wie soll man den kriegen? So, Kisten. Wo sind da noch welche? Ich glaube, hier war noch eine. Hallo, Kiste. Oh, nee, ne? Ey, das ist echt unglaublich. Wo ist die verdammte letzte Kiste? Ich hab die doch vorhin noch gesehen. Oh, leck mich am Po. Ich glaube, ich mache jetzt erst die Leuchttürme, dann die Kisten. Wirklich alles einzeln. So, wo war der andere jetzt? Der kleine, genau. So. Denn hier so runter. Da unten ist nämlich die erste Kiste. Oh. Komm schon, weiterfliegen, Spyro, weiterfliegen. Immer schön weiterfliegen. Kiste. Kiste. Eine war hier um die Ecke noch. Genau. Oh nein. Nein, nicht hochfliegen. Oh Mann. Das ist eine scheiß Steuerung. Och Mensch. Bin zu doof dafür. Hallo. Ja, niemals. Niemals wird das jetzt was. Oh Mann, ey. Weil ich zu doof bin, diese blöde Kiste zu holen. Ich, weißt du was? Die hole ich jetzt gleich. Die ist mir echt zu doof. Oh nein. Nicht die Kiste ist zu doof, sondern ich. Und ein Leuchtturm haben wir natürlich übersehen. Die sind aber auch richtig scheiße angeordnet. Hier muss man ehrlich sagen. Die sind richtig blöd angeordnet. Sehr schön. Kiste. 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 So, jetzt die eine kleine da unten. Noch. Och nein, wie blöd bin ich denn? Fliege ich da wieder unten lang? Um eine Kurve rum. Oh! Und ich kriege sie natürlich wieder nicht. Mann, wie kann man so doof sein wie ich? Oh, ich bin zu doof für dieses Level. Ich reg mich gerade auch viel zu sehr auf. Wie gesagt, ich muss die Kiste jetzt gleich holen. Sonst wird das nichts. Ich weiß ja, diese Leuchttürme sind dumm angeordnet. Den einen übersieht man total. Den sieht man überhaupt nicht, wenn man da das erste Mal vorbeifliegt. Ehrlich, den sieht man da wirklich nicht. Der ist da hinten, ja. Wie soll man den denn kriegen? Dann fliegen wir hier rum, dann nehmen wir den Leuchtturm da gleich mit. So, jetzt den, genau. Jetzt haben wir allerdings eine zu lange Zeitspanne für die Züge, für die Fässer. Also das ist natürlich auch wieder sehr bescheuert gemacht. Oh, na toll, ich treffe die Viecher natürlich nicht.
So, wo sind jetzt hier noch welche von denen? Nirgendwo natürlich. Wow. Das wird sehr, 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 sehr knapp. Okay, den kriegen wir nicht. Ah, den kriegen wir aber. Drei Stück noch, das wird sehr knapp. Um Gottes Willen. Wo ist der letzte? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Baby, komm schon. Nein! Das kann nicht wahr sein. Oh, ist das ein beschissenes Level hier. Ja, die habe ich natürlich wieder vergessen. Das wird doch eh wieder nix. So, ich höre gerade noch was auf ein Ohr. Bestimmt, weil der Lautsprecher zu leise ist. Mein Headset zu leise ist. So, wenn ich jetzt hier alle Kisten kriege, dann ist es gut. Jetzt da weitermachen. Sehr schön. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. So, hier weiter, genau. So, dann die gleich übernehmen. Mit, sonst brauchen wir noch nicht hin und her fliegen. Ich glaube, das ist auch so vorgesehen, dass man die gleich mal hier mitnimmt. Den auch noch mitnimmt. Ein Zug kommt noch. Und dann haben wir jetzt noch genug Zeit für die. Och nein, das gibt es nicht. So gut in der Zeit. Und ich bin so doof und flieg da rüber. Ach Mann, Leute. Dieses Level ist zum Kotzen. Ganz ehrlich. Das ist echt dumm. Dass man da wieder so zurückfliegen muss. Aber ich schaffe es. Ich schaffe es diesmal. Leute, diesmal schaffe ich es. So, die Kisten. Guten alten Kisten. Ich glaube, ich habe eine übersehen. Scheiße. Nein, doch nicht. Ich habe doch alle. Sehr gut. Zug erwischt. Komm schon, Hutschubahn. Hut, hut. Sehr schön. Wow. Die haben wir auch erwischt, die Chuchu-Bahn. Sehr schön. Also diesmal, wenn es diesmal nicht klappt, dann bin ich dumm. Dann bin ich einfach nur dumm. Ah, den schon mal nicht gekriegt. Okay. Dafür jetzt aber den hier. Oh nein, ich komme überhaupt nicht klar hier mit dem Steuern. Oh nein! Um Gottes Willen. Ich habe gerade Schreck gekriegt. Okay, zwei noch. Drei sind es noch, verdammt, ich habe doch so viel übersehen. Jetzt müssen wir es aber schaffen. Wo ist er? Verdammt, wo ist er? Da. Yes! Geschafft! Um Gottes Willen. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Mit sehr viel Übung. Okay, das war's denn für die heutige Folge. Bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.